danke, dass du dir die Zeit heute nimmst. Und ich möchte mit dir gerne über das Visionscoaching beziehungsweise über den Workshop sprechen, den wir zusammen gemacht haben, indem wir das Seelenvisionsboard erstellt haben. Ja, also das Visionscoaching hat für mich super viel Klarheit gebracht, was mir wichtig ist, was mich ausmacht, wohin ich gehen möchte oder was mich halt nährt und anzieht. Und ja, diese Klarheit einfach oder dieses Verbinden von was eigentlich schon immer da war, was man aber vielleicht vorher sonst nicht gesehen hat oder immer irgendwie verzweifelt im Außen gesucht hat, hat sich auf einmal so Connecting Points, haben sich einfach auf einmal so zusammen verbunden. Also es hat mir sehr viel Klarheit und Verständnis mir gegenüber gebracht, meiner Person. Gerne anders. Wie unterscheidet sich denn dieses Seelenvisionsboard von einem ganz normalen Visionsboard? Was war da dein Eindruck? Also der Unterschied für mich lag ganz klar an der Herangehensweise. Also ich bin nicht mit dem Kopf da dran gegangen oder du hast uns da dran geführt, nicht mit dem Kopf zu denken, dass das quasi ein Visionsboard, so eine Art Future-To-Do-List oder Future-Want-List wird, sondern du hast uns daran geführt, dass wir wirklich auf unser Gespür, auf unsere Intuition hören. Und das, wo Gefühle ausgelöst werden, dass wir da, also demnach Bilder aussuchen sollten und gar nicht mit dem Kopf rangehen, dass wir die schon bewerten und sagen, ja, das möchte ich oder das möchte ich nicht, sondern erstmal nur, was fühlst du und wie geht es dir dabei, wenn du das siehst? Und das ist für mich ein ganz krasser Unterschied, weil du am Anfang überhaupt nicht weißt, was rauskommt bei diesem Seelenboard. Du erstmal nur am Kreieren bist, am Suchen bist und am Fühlen bist und guckst, was gefällt mir, was nicht. Und das setzt sich halt so zusammen und erst am Ende siehst du dann, ach, Wahnsinn, das ist mein Seelenboard und das bin ich und das zieht mich an und das macht mich glücklich oder das danach nähre und sehne ich mich so sehr. Und ja, bei diesen normalen Visionsboards, die ich sonst gemacht habe oder die man so vielleicht auch so kennt, ist es halt eher so, dass man ja wirklich denkt, so was möchte ich haben, materiell gesehen oder irgendwelche anderen Wünsche und dass man die quasi wie auflistet. Ja, aber wie so eine Einkaufsliste, sage ich immer. Genau. Und dass irgendwie auch gar nicht so krass in dieser Verbindung steht oder dass es so eins wird. Und das ist bei diesem Seelenboard so ein magischer Prozess, dass es auf einmal so rund wird und dann ein wahnsinnig starke Aussagekraft dann dahinter steckt. Also wie gesagt, am Anfang war ich sehr so zögerlich, dass ich dachte, so darf man das, macht man das, und musste erstmal so reinfinden. Und beim Machen habe ich halt gemerkt, wie stark ich eine Verbindung zu mir habe und wie stark ich merke, was mich anspricht und was nicht und was irgendwie ein Kribbeln auslöst. Und das fand ich im Nachhinein so erstaunlich, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, dass ich da so eine starke Verbindung zu mir habe und zu meinem Vision quasi, also zu meinem Seelenboard in mir trage, was ich sonst nicht verbalisieren konnte, aber durch dieses Kopf ausschalten und einfach machen und gucken und schauen und reinfühlen, hat sich das von ganz alleine ergeben. Und es fiel mir wirklich leicht, damit hätte ich auch nie gerechnet, ja, Seiten rauszusuchen, Bilder rauszusuchen und die dann auch zu drapieren, wo die hin müssen. Ich wusste auf einmal ganz genau, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Nee, das fühlt sich nicht gut an. Dann habe ich was ausprobiert. Nee, das ist die falsche Richtung, das muss dahin. Das war, auf einmal hat sich alles so gefügt und ich war so richtig in meinem Modus und habe erschaffen und war so richtig so drin. Und ja, also das war ein Wahnsinns-Erfolgserlebnis, weil ich danach total gehypt einfach auch war, weil ich dachte so, Wahnsinn, was du alles schon fühlst und was du weißt und jetzt wird es einfach noch visualisiert, also es wird dir vor Augen geführt, durch diesen Workshop kriegst du es halt vor deinen Augen geführt, dass du es klar siehst, also was vorher in dir herrscht, was du vorher nicht aussprechen kannst oder nicht richtig weißt, was Sache ist, suchst du quasi durch diese Puzzleteile zusammen und dann fügt sich alles zusammen, ja. Ja, zumal du ja auch so an sich auch durch deinen
dein Beruf, deine Berufung als Yoga-Coach und auch das Thema Schwangerschaft loslassen und all das ja auch schon sehr verbunden auch damit bist. Und es freut mich, dass du da zusätzlich noch Bilder gefunden hast. Auf jeden Fall. Also das war nochmal eine ganz andere Ebene. Also nicht dieser kognitive Part, den ich auch im Studium viel oder den wir generell ja im Leben das Rationale so oft benutzen, sondern es war wirklich über so eine andere Ebene. Und dadurch zu erschaffen und da sich dann aber auch wiederzufinden, das ist so ein einfach wie so ein, wie Magie. Ja. Hm, schön. Ja. Und pass mal auf, die Frage war jetzt nicht geplant, die ist jetzt hier mal wieder einfach gekommen. Wir waren ja nicht alleine, es waren ja noch andere Teilnehmerinnen dabei. Das heißt, du hast ja auch immer mitbekommen, wie die teilweise am Struggeln waren oder wie die vorangekommen sind. Magst du dazu noch was sagen? Ja, also wie gesagt, ich war ja total erstaunt darüber, dass ich in meinem Flow bin und dass ich so eine Verbindung zu mir habe und dass ich das kreieren kann, weil da hatte ich vorher etwas Angst oder was heißt Angst, aber so ein bisschen so, ich dachte so, hinterher kommst du da nicht vorwärts und findest gar nichts und kannst das nicht und alle sind schon fertig. Also auf einmal ploppen da irgendwelche Glaubenssätze auf und dann war ich so erstaunt, dass es überhaupt nicht so ist. Und dann, wenn man aber parallel gehört hat, dass andere damit strugglen, war das auch wieder so, ach, guck mal, du bist gar nicht alleine eigentlich mit diesem Gedanken auch. Ne? Also, dass wir alle letztendlich so ähnliche Glaubenssätze in uns haben oder unsicher sind einfach, dass uns das ausmacht, Mensch zu sein. Und dass uns das auch verbindet. Und ja, das fand ich mega spannend, auch so mitzubekommen. Und wiederum mein Prozess, dass ich das gar nicht so hatte. Ja. Mir ist ja immer sehr wichtig, dass wir auch Bilder finden für Dinge, die uns triggern, die uns abstoßen, die uns, wie ich immer sage, so ein, dass die auch mit integriert werden, weil wir ja darüber einfach auch so viel über das erfahren können, was wir wirklich wollen. Du sprachst gerade von Glaubenssätzen beziehungsweise ja, Dinge, ja, die uns ängstigen, die manchmal einfach auch eine Herausforderung war. Ja, habe ich auf jeden Fall bei mir auch drin. Ich hatte so einen Steinbock gefunden und fand den halt, also ich habe jetzt keine Verbindung zu Steinböcken oder bin jetzt auch kein Steinbock vom Sternzeichen her oder so. Aber ich hatte das auf jeden Fall als Bild gesehen und habe gedacht, der muss raus. Und habe mir den dann angeguckt und dachte so, ja, aber wie gesagt, ich habe keine Verbindung dazu oder ich ist jetzt nicht mein Lieblingstier oder dass ich jetzt sage, ist mein Krafttier oder so, gar nichts. Aber ich hatte das Gefühl, er muss dahin. Und als ich mir den dann halt näher angeschaut habe, war das halt so, dass der für Stärke, für Durchsetzungskraft, für ja, was heißt Männlichkeit, aber so für diesen Männlichkeit-Typus, sage ich mal, so ein bisschen steht, fürs Machen. Ja. Und dadurch, dass es mir halt immer schwerfällt, ins Machen zu kommen, weil ich oft im Kopf bin und irgendwie im Träumen bin, hat das hinterher so viel Sinn gemacht, den da drauf zu machen, weil das ist ja quasi mein Struggle oder mein Hindernis, oft ins Machen zu kommen, richtig umzusetzen und dass der da drauf ist und dass der mich erinnert, du kannst das, du bist stark und du kannst vorausgehen, mhm, und etwas machen und kreieren. Ja, und deswegen musste der bei mir ganz stark und der ist auch ganz riesig, also der ist ganz schön groß, da hinten sieht man ihn. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, gerade bei deinem Bild, auf der einen Seite war ja dieser Steinbock, wo du gesagt hast, irgendwie, oh, der irritiert dich. Und du hattest auf die andere Seite aber dann ein Adler war es. Mhm. Ja, also auch, gut, ein Steinbock ist jetzt kein Raubtier, aber es ist schon ein königliches, machtvolles Tier, ja. Und auf die andere Seite hattest du diesen Adler gesetzt. Das erinnere ich mich auch noch als einen echt schönen Moment, als du das dann so gesehen hattest auch. Ja, ja, ja. Und dieses Luftikussis und dieses Freiheitgefühl hat er mir halt so total wiedergespiegelt. Aber ja, auch diesen Fokus oder diese Intelligenz und ja, aber trotzdem auch irgendwie diese Widersprüche von Luft und Erde quasi, von Steinbock und Adler. Ne? Also es hat sich so ergeben. Ich habe da überhaupt nicht logisch nachgedacht, sondern ich habe wirklich nur gefühlt und geguckt, was spricht mich an. Und ich fand die halt schön, die Sachen. Also ich dachte irgendwie so, das muss dahin. Also es war immer so ein, nee, das nimmst du. Nee, das nimmst du. Ja, das. Und das muss dahin. Und dann hat sich das so ergeben, dass es auch gegenüberstande auf einmal.
das war einfach so ein, ich habe gemacht, ich habe nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach reingefühlt und gemacht und erschaffen. Ja, das war ein wirklich magischer Prozess und ich bin so dankbar über diese Erfahrung auch und auch so stolz, dass ich ja im Nachhinein gesehen habe, was für eine Verbindung ich zu mir habe und die ich immer irgendwie nicht, aber das heißt nicht, die ich nicht glaubte, dass ich die nicht habe, sondern einfach, wo, vielleicht an die man so manchmal zweifelt einfach, ne? Dass man so denkt, nee, bin ich wirklich so, kann ich das? Obwohl man weiß, aber trotzdem ist diese starke Glaube quasi nicht so da. Und da, das hat mich nochmal super bestärkt in mich, also so eine ja, Bestärkung gegeben. Ich habe mal 2 Wochen liegen gehabt und hatte es am Boden und dann habe ich mir gedacht, nee, das darf nicht am Boden liegen, sondern das muss aufgehangen werden und ich muss es sehen und ich muss es tagtäglich sehen, deswegen habe ich es jetzt auch einfach hier aufgehangen, wenn ich aufstehe, dass ich direkt das sehe und oder wenn ich am Schreibtisch sitze hier, dass ich es genau sehe, dass ich mich immer wieder verbinden kann und immer wieder Kraft draus ziehen kann und dass ich ja auch so ein bisschen träumen kann, also dass ich mich da so ein bisschen drin verlieren kann und sagen kann, ach, yo, das war nochmal, was mich ausmacht oder das zieht mich an und das will ich gerne leben. Und ja, das ist einfach so eine Verbindung, nochmal so eine tagtägliche Verbindung, die sich so energetisch auflädt einfach. Das ist ähnlich wie so ein, wenn man so ein, wie heißt das denn jetzt, ein Altar sich baut quasi. Mhm. Und das ist so ähnlich, weil das, wenn du das tagtäglich, also so ein Altar besuchst, zum Beispiel, wenn du das meditierst, dann oder mit meditierst, dann baut sich auch diese Energie darum auf und du wirst da quasi magisch von angezogen. Oh, jetzt müssen wir mal stoppen. Hallo Schatz. Das Zwischenwort habe ich bewusst aufgehangen, weil das sich einfach energetisch auflädt, wenn man das tagtäglich sieht und tagtäglich dran vorbeigeht und tagtäglich so wahrnimmt und sich quasi damit verbindet. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass das jetzt nicht in der Ecke verstaubt und nicht mehr betrachtet wird, sondern es gibt mir auch Kraft und es gibt mir Rückhalt, es gibt mir Energie und wieder auch Fokus und einen Raum zum Träumen, dass ich wieder mich quasi mit dem verbinde, was ich da drin gesehen habe oder was ich da drin erschaffen habe. Und deswegen ist es super, super wichtig, finde ich, das aufzuhängen und ja, sich damit zu verbinden. Ja, schön gesagt, wunderschön gesagt. Ich nenne das immer auch, also für mich ist es immer wieder ein Verlieben, halt hier, so rum muss ich machen, so ein Verlieben in dieses Gefühl und in das, ja, das ist richtig, das hat Bestand, das bleibt, das ist schon sehr, 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 sehr lange so und das ist richtig. Ja, schön. Wunderbar. Liebe Maren, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und auch danke, dass ich dir damals in dem Workshop zuschauen durfte, weil es war tatsächlich eine Freude, diesen Flow zu sehen auch, den du da hattest. Ja. Danke dir. Gut, danke.